Einen wunderschönen guten Morgen zu einer weiteren Folge von Selbstgespräch. Das Thema steht noch nicht fest, aber es wird entstehen. Warum hat ein Mensch, wenn eine Kamera läuft, einen Druck, etwas herzustellen? Das mag sicherlich natürlich an der Tatsache liegen, dass ein Mensch dann denkt, dass das, was jetzt nun festgehalten wird auf diesem digitalen Weg, etwas ist, das unveränderbar wird und natürlich dann auch einen festen Kritikpunkt haben kann. Also diesem gefestigten Moment. In dem Medium fehlt die Beweglichkeit im Nachhinein. Das ist definitiv so. Und selbst wenn wir über Erlebnisse reden, die in der Vergangenheit sind, die aber nicht medial festgehalten wurden, können wir ja sagen, ja, aber ich habe das so gemeint und du warst aber in dem Moment so oder die waren so in dem Moment und deswegen habe ich so reagiert und das ist, dann kann man auch immer diese Subjektivität. Genau. Es ist in einem medial aufgezeichneten Moment fehlt die Subjektivität, weil es, man bekommt die Draufsicht. Jeder, der es angucken möchte, bekommt die Draufsicht und das macht. Es entzieht uns die Subjektivität, es entzieht uns ein medial festgehaltener Moment, entzieht uns die Verfügbarkeit, über einen gelebten, erlebten, gelebten Moment. Und das ist das, was uns wahrscheinlich auch immer so nervös macht oder deswegen denken wir, oh, ich muss mich vorbereiten, ich muss das machen, ich muss so und wie sehe ich aus und was sage ich, was mache ich und das ist angreifbar und da können sich alle rückwirkend drauf beziehen und ja. Ist das gut jetzt? Ist das wichtig? Ist das neu und toll und ja, keine Ahnung. Aber ich habe mir mal gedacht, es machen so viele Menschen Podcasts. Ich sag halt auch mal was. Und irgendwie mal, es macht Spaß. Ich muss sagen, jetzt macht's Spaß. Es ist, Leute, es ist verrückt. Ich meine, ich bin ja Bühnenschauspieler, sage ich jetzt mal vordergründig, ne? Ich bin gerade allein in der Küche. Ich gucke über Stuttgart hinweg aus einer Dachwohnung im Theater, wo ich gerade bin, in der Theaterwohnung. Wunderschön. Wollt ihr einen Blick riskieren? Okay, also. Ist doch Wahnsinn, oder? Ist wunderschön. Es ist ein wunderschöner Platz. Ich liebe diesen Platz. Ich muss das wirklich in diesen großen Worten sagen. Ich liebe diesen Platz. Und ach, was habe ich hier Stunden verbracht? Die letzten 10, 11 Jahre, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, aber ihr habt es gesehen, ne? Hier kann man gut in den Himmel reindenken. So genau, Theater, Schauspiel auf der Bühne. So, und jetzt bin ich ja hier gerade allein in der Küche. Ich weiß aber, ich mache das für euch, für sie, für euch.
Vielleicht liegt das irgendwie so an meiner Fantasiebegabung als Schauspieler. Ich kann mir wunderbar vorstellen, jetzt guckt ihr das und so und so wie ihr ja Podcasts anhört und dann. Ne, ich stelle mir eure Anteilnahme, euren gelebten Moment in der Zukunft, das kann ja jetzt noch gar nicht stattfinden. Ich bin ja jetzt tatsächlich, jetzt bin ich ja gerade allein. Ja? Jetzt, wo ich mit euch rede, seid ihr nicht da. Ihr seid aber ich. Das ist so absurd. Ich weiß. Ich sag's euch. Und ihr werdet es erleben. Ihr werdet meinen gelebten Moment festgehalten, werdet ihr erleben. Das weiß ich. Dann ist das aber meine Vergangenheit. Ich bin ganz woanders. Ganz woanders. Naja, gut, vielleicht bin ich auch wieder hier. Schon merkwürdig, ne? Ich meine, wir teilen Leben in den medialen Medien. Gut, diese Live-Schaltungen, ne? Ich könnte das ja jetzt live schalten. Na, Mist, das habe ich vergessen. Ich weiß auch gar nicht, wie man das macht. Ja. Leben in den Medien, das ist schon echt eine abgefahrene Nummer. Für mich. Ich bin ja auch 40. Wäre auch eine Generationsfrage. Keine Ahnung. Nein, aber das genau, das wollte ich sagen. So, gestern Abend stand ich auf der Bühne. Ja, dann sind ja die Menschen. Also man ist ja dann lebt man zusammen. Das ist ja das Ding auf der Bühne. Auf der Bühne erlebt man zusammen. Es ist letztendlich, es ist, man könnte sich auch im Supermarkt irgendwo hinstellen und die Leute gucken einem zu, man spielt was vor. Ja, das ist ja das Gleiche. Ja. Man ist dann da, zeitgleich da. Die Menschen sind an dem Ort anwesend, die anwesend da, die Präsenz ist da. Jetzt bin ich da. Ich schick's euch in eure App rein. Und dann seid ihr da und seht mich, wie ich. Ihr seht mich, wie ich da war, als ich mich euch vorstellte. Ich habe mich euch schon vorgestellt. Ach, da sind wir wieder bei der Vorstellung. Genau. Ja. Ah ja. Siehst du es? Siehst du es? Ja. So. Wohin will ich jetzt damit mit euch? Wohin damit? Ich finde das schön hier. Diese Form der Kommunikation, es ist eine vorgestellte, es ist eine innerliche Kommunikation. Es ist ja auch, es ist irgendwo auf eine gewisse Weise ist es innerlich, ja. Eigentlich, gut, ich meine, ich halte jetzt hier das Ding dahin, ja. Sei es drum. Aber eigentlich ist das ja, bin ich ja bei euch. Ich kenne euch ja auch gar nicht, aber ich bin bei Menschen. Ich bin innerlich bei Menschen. Das ist eine Fähigkeit von Menschen. Man könnte auch sagen, man denkt an die Menschen, ne? Man geht spazieren, man denkt an die Welt, man denkt sich, okay, das bin ich. Was könnten die anderen sein? Was sind die anderen? Jetzt kann ich das hier aufnehmen und schicke das. Ich lasse euch teilhaben. In meinem erlebten Moment über Menschen nachzudenken, die nicht da sind, die ich nicht kenne, über die ich da. Ich denke gerade über die Menschen nach. Einige von euch kenne ich, einige von euch kennen mich. Es ist schon echt eine abgefahrene Nummer. Ich finde das schon wahnsinnig. Also wenn man sich das mal vorstellt, diese Tatsache, ich halte mein Handy drauf, ich nehme das und dann zack und dann gucken das alle Menschen. Es ist eine so derartig wunderbare Faszination. Also für mich persönlich ist das eine unwahr, das ist wahnsinnig. Und ich habe mir auch meine eigene, ich habe mir auch, ich habe es ja, also bei der Corona-Geschichte da jetzt, ne, mit den ganzen Lockdowns und so. Also ich hatte, glaube ich, roundabout,
ich weiß es immer nicht. Ich habe es vergessen. Entweder 7 Monate oder 9 Monate, sozusagen Zwangspause. Und in der Zeit kam ich so auf die Idee, okay, geh mit der Zeit, ja. Digitale Bühne ist deine Bühne jetzt. Das ist also neue Form von Bühne ist digitale Bühne. Und es macht Spaß, es macht Freude. Also ich sage jetzt mal, ich gehe auf die Bühne oder jeder, der etwas künstlerisch macht, ich hoffe für jeden Menschen auch, der anderen Arbeiten nachgeht, dass jeder Mensch die Arbeiten gerne tut, die er tut. Und das meine ich, also es macht Spaß. Es ist jetzt eigentlich eine Bühne. Es ist eine Bühne, die passt in meine Hand. Ja, es ist eine Handbühne. Ja, das Handy ist eine Handbühne. Und ich spreche in diese meine. Ich habe mein Theater in der Hand. Wow. Ja, warum auch nicht? So, man nennt es aber landläufig natürlich auch Kamera. Ja. Und man braucht auch keine ShowmasterInnen mehr. Das kann jeder Mensch aus der Küche mit seiner Handbühne in Form einer Kamera, Handkamera, Handy, Smartphone, Firma sage ich nicht. Aber vielleicht doch, dann kriege ich einen Werbevertrag. Nein, natürlich nicht. Machen. Himmels Willen. Aber die Menschen gucken ja. Und die ganzen Plattformen haben ja AbnehmerInnen. Das ist ja natürlich ein dichtes Netz, also an Möglichkeiten. Und die Menschen, im Grunde genommen könnte man auch sagen, es ist ein, warum fragt man sich, ob die Menschen sich dafür interessieren? Natürlich interessieren sich die Menschen dafür. Der Mensch interessiert sich für den Menschen. Im Grunde genommen sieht man an den gesamten Apps, ja, wie Instagram, TikTok, YouTube, sieht man, der Mensch interessiert sich für den Menschen. Eigentlich wie schön. Eigentlich wie schön. Andererseits, warum gehen wir nicht auf die Straße? Warum gehen wir nicht auf die Straße und sagen einfach mal und stellen uns vor einen Menschen und sagen, pass mal auf. Ich frage mich gerade, was geht in dir vor? Ja? Wie siehst du mich? Ich habe eine Vorstellung von dir, wie du bist. Ich sag dir das mal. Warum gehen wir nicht auf die Straße? Weil da natürlich die Leute dann sagen können, sag mal, hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank oder was? Oder noch ganz anders, ne? Da kann es ja dann auch Rambazamba geben. Diese Ängste, das ist halt dieser Punkt, ne? Man hat also letztendlich, wenn wir das täten, wenn wir das miteinander täten, was ich jetzt hier mit euch mache, im Grunde genommen mache ich ja gerade was mit euch, aber andererseits, ihr habt die totale Freiheit, euch auszusuchen, was ihr damit macht, was ich mit euch mache. Anschauen, wegklicken, überhaupt nicht angucken. Das ist natürlich diese, ne? Wir können gucken, ach ja, jetzt trinke ich mal irgendwie jetzt einen kalten Kaffee mit Milch dazu, mit ein bisschen Eiswürfel und so, hau mich da auf den Balkon, ja, und dann gucke ich mir das an und denke mir, puh, ja, interessant, aber auch, naja, gut, weiß ich ja sowieso schon, naja, haben schon viele andere auch gedacht, aber noch nicht alle haben es gesagt. Und natürlich, man kann dann sagen, ja, toll, will ich ihn kennenlernen? Nein, es ist nicht zum Kennenlernen, aber das ist, aber da unten, ich gucke jetzt hier auf die Straße, habe es ja eben gerade gezeigt, ich gucke jetzt hier unten auf die Straße, da sehe ich das so, da läuft jetzt gerade jemand in kurzen Hosen rum, der schlendert da so rum, der dürfte, naja, so 15 Jahre jünger sein als ich, könnte ich ansprechen, könnte sagen, du, hier, also ich bin der Michael, wer bist du? Wie bist du? Wie bin ich? Lass uns mal, komm, das sind jetzt 10 Minuten. Oder so ungefähr circa, naja, noch nicht ganz, die ich jetzt hier mit euch rede. Ne? Also hier, ich führe ein Selbstgespräch. Warum mache ich das nicht auf der Straße? Warum stelle ich mich nicht vor den Karstadt und mache das? Die Leute würden dann natürlich denken, schwierig, schwierig. Ja, der hat das, da stimmt was nicht. Hier stimmt's, ne? Hier stimmt was. Also wenn ich's hier mache, dann stimmt's. Man müsste sich natürlich fragen, stimmt mit uns allen etwas nicht, dass das, was ich jetzt mache, stimmt? Und wenn ich's vorm Karstadt mache, dann stimmt's nicht.
Aber irgendwie macht das total Spaß und ich habe da eine wahnsinnige Freude, das jetzt mit euch hier zu machen. Ich mache das ja gar nicht mit euch. Leute, ich habe das Gefühl, ich spreche zu Menschen und es ist niemand da. Es ist niemand da, aber ich fühle mich irgendwie in Gemeinschaft, aber ich gucke gerade in ein elektronisches Gerät rein. Aber meine Fantasie gibt mir Gesellschaft. Meine Fantasie gibt mir Gesellschaft in der höchsten Annahme, dass ihr es euch anschaut. Hallo. Ach Gott, ist auch wunderschön. Ich fühle mich gerade ganz beseelt. Ich meine es wirklich ernst. Es fühlt sich hier gerade wirklich gut an. Absurd, oder? Aber gestern die Vorstellung, das wollte ich euch noch sagen, gestern die Vorstellung, die wunderschön war. Die unfassbar schön war. Platons Gastmahl im Forum Theater Stuttgart als Solo. Spielt er seit 7 Jahren. Und gestern die Vorstellung, da waren Menschen drin, sofort, das ging sofort los. Ich kam rein, der Saal war fast voll. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Das geht, dack, ist klar. Oh, Menschen, puh, Menschen. Menschen sind da, wir reden ja gerade von Menschen. So, und dann sind da aber Menschen im Raum. Ich komme also hinten vom ZuschauerInnenraum rein und sehe sofort Menschen, Menschen, bumm. So. Dann, hallo, 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 dann drehen die sich um, dann denken die, das ist ein zu später Gast, ja, Zuschauer, ja, der spinnt, ja, der sagt hier laut im Raum, hallo, 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 dann hallo, hallo, und dann so, dann gehe ich rein und dann checken die, ah, hallo, ach, er, ja, hallo, ja, ja, hallo, hallo, so, und dann geht das los. Und dann waren die super drauf, ja, die haben alles gecheckt, die haben gelacht, die haben auf eine Weise gelacht, in einer Menge gelacht, wie sie noch nie gelacht haben und das verstanden haben. Und das war so schön, wir waren so zusammen, das war so besonders, ich war so dankbar. Ich war so dankbar über diese Vorstellung gestern. Das ist dann eine Form der Verbindung mit Menschen und mit Leben. Es ist schon wunderschön, dass es Menschen gibt auf dieser Welt. Es ist schlicht und ergreifend wunderbar. Und man kann sich mit Menschen auf eine Weise verbinden. Es hat was Heiliges, ich kann das nur so sagen. Oder das, was wir versuchen mit dem Begriff von etwas ist heilig, erkennbar, begreiflich und benennbar zu machen. Das ist in der Begegnung mit Menschen und in so einem Kunstmoment, in so einem Theaterkreativmoment. Ist das einfach wirklich weiß nicht, ich bin dankbar. Ich bin darüber wahnsinnig dankbar. Ich kann es nicht anders sagen. Und dann ist es vorbei. Dann sind die Menschen weg, dann ist der Moment weg. Diese Vorstellung wird es nicht nochmal geben. Aber das Video hier, das kann es geben. Ich kann es natürlich löschen. Aber das hier wird es geben. Aber es gibt nicht mehr den Moment, dass ich dieses Video aufgenommen habe. Und die Gedanken, die Freuden, die Fragen, das Nachdenken, das ich in diesem Video hatte, das wird es nicht mehr geben, obwohl es das Video gibt. Und das gilt für uns alle, wenn wir ein Video aufnehmen. Es bleibt Leben. Und Leben hat seine Zeit. Ihr Lieben, in diesem Sinne, ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende. Macht's gut und ciao.